Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Roblox Doors Floor 2 Video. Heute werden wir uns endlich in die neue Sieg Endboss Version verwandeln. Wir haben schon als Grumble gespielt in diesem Game. Heute werden wir die Sieg Boss Version freischalten. Dafür müssen wir ein paar Sachen machen, keine Sorge. Wird alles relativ easy, wir kriegen das hin. Aber das ist der aktuell stärkste Charakter in Roblox Doors und wir werden ihn uns ansehen. Es wird absolut crazy. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da, damit ihr diese Videos in Zukunft nicht verpasst, Freunde. Und wir schauen mal eben hier in die Liste rein, weil wir können ja hier, wir können uns in normale Doors-Charakter verwandeln. Das habt ihr alles schon gesehen. Wir haben die Backdoor-Charaktere, die man hier halt einfach auch spielen kann. Ich weiß gar nicht, haben wir uns schon mal in Haste verwandelt? Und natürlich gibt es die Floor 2-Charaktere. Wir haben uns neulich schon zu Grumble verwandelt. Wir haben uns zu Queen Grumble verwandelt. Es gibt sogar den Seek-Arm, Seek-Sludge, Seek-Worm. Dieser riesige Seek-Wurm. Aber wir suchen Dumb-Seek. Diese riesige Staudamm-Version von Sieg. Und ihr seht, wir müssen das erst freischalten. Das wird also ein bisschen tricky. Deswegen würde ich sagen, Leute, wir verwandeln uns erstmal zu... Ich glaube, Grumble ist ein bisschen zu groß für das normale Hotel. Kann das sein? Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir hier runter in die Minen gehen als Grumble. Ansonsten wird das ganz schön eng. Alter, wie cool sieht Grumble bitte aus, Leute. Einfach nur krass. Also das Video müsst ihr euch auch auf jeden Fall reinziehen. So, wir tun uns jetzt aber erstmal eben. Wir verwandeln uns zurück zum Spieler. Denn wir müssen jetzt in den Damm und wir müssen gegen Sieg kämpfen, um die Boss-Version von Sieg für uns selber freizuschalten. Bevor wir das aber machen, habe ich noch ein paar Neuigkeiten für euch. Denn wusstet ihr? Wusstet ihr, dass ich einen neuen Job habe? Ey, schaut euch das mal an. Und das habt ihr vollkommen richtig gehört, Freunde. Bald sind die Tage des normalen YouTubers Geschichte. Ab sofort fahre ich Panzer. Und nirgendwo geht das einfacher als in World of Tanks. Unglaublich viele Panzer aus verschiedenen Nationen, die es hier zur Auswahl gibt. Ich meine, ihr seht, wie riesig diese Tech-Bäume sind. Hier kann man so viele Panzer bauen. Und für jeden Panzer könnt ihr noch neue Waffen erforschen, mehr Panzerung erforschen, euren Panzer verbessern und dann damit auf mega vielen verschiedenen Maps in Multiplayer-Schlachten euch gegenseitig die Projektile um die Ohren schießen. So ein cooles Game und es macht unglaublich viel Spaß. Ansonsten klickt den ersten Link in der Beschreibung, um euch schon mal direkt einen neuen World of Tanks Account zu erstellen, um mit in die Schlacht zu ziehen. Aber ich würde sagen, Leute, wir gehen erstmal direkt rein auf das Schlachtfeld und schauen mal, wozu unsere Panzer so fähig sind. Ich glaube, wir starten unser erstes Gefecht mit dem Kollegen hier. Aber irgendwie, dieses Rohr ist gar nicht mal so lang. Und Abfahrt, Freunde! Zeit, sich mit unserem Trupp in Stellung zu begeben. Let's go! Ich werde diesen Felsen hier als Deckung benutzen. Oh, da sind schon die ersten Schweinehunde. Rein ins Zielfernrohr und boom! Oh, ich habe vorbeigeschossen. Ah, oh, nee, ich habe... Habe ich? Nein, ich habe... Habe ich... Was? Unsere Kette wurde getroffen? Aber ist nicht so schlimm. Wir können auch manövrieren, Leute. Oh, der hat eine starke Panzerung. Warte mal. Zack! Let's go. Haben wir seine Kette erwischt? Nee, der fährt noch. Aber den hier vorne, den haben wir erwischt. Let's go. Ah, den einen Kollegen hier haben wir gleich. Dem geht's gar nicht gut. Zack. Warte. Bleib stehen. Oh, er ist entkommen. Moment. Boom. Oh, er lebt noch. Er hat noch 61 Leben, nicht mit mir. Aber wir lassen uns hier jetzt nicht in eine Falle locken. Die warten hier hinter der Festung hier, oder? Oh, der eine Bruder hier vor uns hat noch... Oh, er teilt aber auch mächtig aus bei uns hier. Er lebt immer noch. Immer noch? Das war's für ihn. Let's go! Dem hier versuchen wir jetzt mal seine Kette zu zerschießen, damit er sich nicht mehr bewegen kann. Aber wir treffen ihn nicht. Weiter so, Jungs. Volle Feuerkraft. Unser Team liegt in Führung. Wir haben auf jeden Fall bis jetzt am meisten Schaden verursacht. Aber da drüben waren wir in einer ganz schlechten Position. Wir müssen uns hier ein bisschen taktisch fortbewegen. Warte mal. Einer sitzt hier direkt unter uns, aber den kann ich... Ich werde... Nein. Oh, no. Ich kann von... Mist. Ich kann... Wie kann ich das bewegen? Wie kann ich... Warte, Kette wurde repariert. Oh, bloß zurück. Ich habe nur noch 11 Leben. Haben wir hier irgendwas, um noch mehr zu reparieren? Alter, wir müssen uns dringend zurückziehen. Ich habe nicht auf meine Umgebung geachtet, Leute. Man sollte auf jeden Fall immer unten rechts auf die Minimap achten. Ansonsten kann es hier ganz schön schnell schief gehen. Vor allem, wenn man nur noch 11 Leben hat. Wenn euch jetzt natürlich auch die Lust nach World of Tanks packt, Freunde, klickt auf jeden Fall den ersten Link in der Beschreibung. Wir haben auch noch ein dickes Bonuspaket für neue Spieler und ein dickes Bonuspaket, wenn ihr schon eine Weile nicht mehr gespielt habt. Aber jetzt müssen wir erstmal diese Schlacht hier gewinnen. Also unser Medipack ist wieder aufgeladen. Das hauen wir mal. Oh, ich kann das gar nicht reinhauen, ne? Also es bringt mir gar nichts, das jetzt zu benutzen, weil ich nur Module damit reparieren kann, aber nicht mein Leben wiederherstellen kann. Ganz, ganz schlecht. Oh, warte mal. Oh mein Gott, ich habe ihn nicht richtig getroffen. Oh, warte mal, da hinten ist irgendwo einer.
Kann ich den? Treffe ich den von hier? Nee, den treffe ich von hier nicht. Der ist irgendwo ganz da hinten. Ziemlich weit weg. Keine Chance, den zu kriegen. Oh, hier haben wir einen, der hat sich hinter dem Haus versteckt. Aber das Haus gibt's nicht mehr. Wir haben hier schön ein Loch in das Haus geblasen. Und jetzt ist er uns schutzlos ausgeliefert von hier oben. Und na komm, 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 komm. Noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Komm schon, komm schon, komm schon. Das war's, den haben wir. Und es gibt nur noch einen einzigen feindlichen Panzer. Gleich ist der Sieg auf diesem Schlachtfeld. Na, unser. Let's go. Wir haben alle feindlichen Panzer besiegt. Und wir tragen den Sieg davon. Let's go. Für alle neuen Spieler haben wir aktuell in World of Tanks ein Cromwell B der Stufe 6. 250.000 Credits und 7 Tage Premium-Zugang. Außerdem bekommt ihr 3 Mietpanzer, die ihr für 10 Schlachten nutzen könnt. Unter anderem den Tiger 131, den T-78 und den Type 64. Und für alle von euch, die World of Tanks zwar schon mal gespielt haben, aber in den letzten 30 Tagen nicht im Game drin waren, auch für euch haben wir ein dickes Willkommen-Zurück-Paket. 3 Tage Premium-Zugang und 7 Tage Miete des Premium-Panzers Centurion MK5-1. Oder falls du diesen Panzer schon besitzt, gibt es natürlich eine saftige Entschädigung. Und außerdem eine geile Tarnung im 2D-Stil mit dem Motiv Schnäppchen. Diese beiden Pakete warten auf jeden Fall auf euch. Checkt auf jeden Fall World of Tanks aus. Erster Link in der Beschreibung. Aber, erstmal wollen wir jetzt versuchen, Sieg freizuschalten, Leute. Und dafür müssen wir hier den Endfight gegen Sieg auch wirklich machen. Wir müssen den Endkampf wirklich spielen gegen Sieg hier in diesem Morph-Game. Wir müssen in das Morph-Game rein, müssen Sieg hier herausfordern am Ende und ihn auch wirklich wegklatschen, Leute. Ansonsten funktioniert es nicht. Ich glaube, wir müssen da hinten... Na, kommt er jetzt? Ja, ja, er kommt. Er wird aktiviert, Leute. Da läuft das ganze Wasser rein. Ja, oder der Schlamm oder was auch immer, er wird aktiviert. Und jetzt müssen wir hier einfach diese Pumpenräder drehen. Seht ihr? Das ist Nummer 1, das haben wir jetzt gedreht. Jetzt steht da off. Okay. Und jetzt, da hinten ist noch eins, da hinten ist noch eins. Kann ich da... Ah, wir müssen hier so rüberlaufen. Es ist zum Glück ein bisschen einfacher als im echten Doors Floor 2. Also echter Doors Floor 2 ist ja ultra schwer. Das hier ist zum Glück viel einfacher. So, wir drehen das hier auch nochmal runter. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt auch direkt bekommen, wenn wir ihn besiegt haben. Weil wer im letzten Video am Start war, als wir... Wow, wieso geht er jetzt schon runter? Als wir Grumble freigeschaltet haben, mussten wir einfach nur seinen Morph finden. Und das war's dann schon. Hä, reicht das schon? Habe ich ihn jetzt schon besiegt? Ich habe doch gar nicht alle Räder gedreht, oder? Oh, wir haben hier sogar einen Zuschauer. System ist ein Zuschauer. Moin, hallo. Oh. Oh. Hey. Hey, was macht der? Hilfe! Hilfe! Yo, wir haben einen Zuschauer mit dem Video. Let's go! Aber ich verstehe gerade nicht so recht, warum hier Sieg. Ich meine, ich ziehe nur an einer Pumpe und er wird direkt abgespült. So bekommt man doch nicht den Morph, oder? Ich glaube nicht, dass das korrekt ist, Mann. Wir drehen mal hier auch noch dran. Und hier ist noch so ein Rad. Ich brauche diesen Sieg-Morph, Leute. Ansonsten drehe ich durch. Oh, und wieder haben wir ihn abgespült. Nochmal haben wir ihn abgespült. Aber ich sehe hier immer noch keinen Sieg-Morph, Leute. Warum wird er... Jetzt taucht er schon wieder auf. Das gibt's doch gar nicht. Oh nein, ich muss ihn doch... Oh, ich bin umgefallen. Hilfe! Hilfe! Oh nein, ich stecke fest. Ich stecke... Oh nein! Nein! Okay, irgendwas läuft hier falsch, Freunde. Ich glaube nicht, dass man so den Sieg-Morph bekommt. Oh, ich glaube, wir brauchen Unterstützung hier drüben an der Flanke. Hier sind die nur alleine. Moment, wir direkt hier den Bruder hier ins Visier. Und zwar... Boom! So! Direkt die Panzerung durchschlagen. Let's go. Der steht hier vor mir einfach im Gebüsch. Der weiß ja gar nicht, was abgeht hier. Easy. Kritischer Schaden, Bruder. Oh, wir könnten aber auch gleich von hier drüben ins Visier genommen werden. Wir dürfen uns nicht zu weit vorwagen, einfach so. Kein zu großes Risiko eingehen, Leute. Wir müssen aufpassen. Wir müssen vorsichtig sein. Ich glaube, wir haben zu viel Entfernung so. Ich glaube, wir kriegen so keinen guten Treffer rein. Aber bei dem hier... Oh, oh, wir wurden hart getroffen. Weg, weg, weg. Obwohl, so ein Badetreffer nicht, aber schön war es auch nicht. Und den hier vorne haben wir erwischt. Mitten im Gebüsch wollte er sich verstecken, aber nicht mit uns. Ey! Wieso schießt er denn auf mich? Bro, chill. Hey, wir haben den gleichen Panzer. Aber nur einer wird es lebend hier rausschaffen.
Oh, wir haben seine Kette durchschlagen vor uns hier. Und... Ah, wir haben vorbeigeschossen. Nein, 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 nein. Und... Nein. Come on. Let's go. Noch ein Treffer, noch ein Treffer. Das war's. Das war's. Boom. Noch einen hinterm Haus erwischt. Easy. Der will abhauen. Warte, den müssen wir seine Kette zerschießen am besten. Stopp, 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 stopp. Wir haben ihn erwischt, aber er fährt noch. Aber es ist auch nicht mehr viel. Jetzt sind wir hier schon fast in einem Nahkampf verstrickt. Aber... Na komm, 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 komm. Puh. Knappe Nummer, Leute. Wir haben leider nichts zu reparieren. Wir haben nur noch 162 Leben in unserer Maschine drinne. Aber das wird ausreichen. Hier vor uns versucht noch ein armer kleiner Panzer, sich da unten zu verstecken. Kann das sein? Na, mal sehen, ob wir hier auch noch einen Schuss reinkriegen. Bevor er gleich komplett erledigt wurde. Let's go. Haha, wir haben ihn. Der Siegschuss. Ein weiteres Gefecht. Für uns entschieden. Ja! Okay, okay, ich bin schon ganz verwirrt, Leute. Scheinbar gibt es einen ganz anderen Weg, um Dam-Sieg zu bekommen. Man muss hier so einem bestimmten, ja, einem bestimmten Pfad folgen, sag ich mal. Weil Grumble, dachte ich ja auch, schaltet man frei, indem man Grumble irgendwie findet. Aber scheinbar ist es nicht so. Wir müssen hier an so ein paar bestimmte Ecken laufen, damit wir hier den Dam-Sieg bekommen, damit wir uns in den Boss verwandeln können. Scheinbar ist das gar nicht mal so einfach. Also wir müssen hier hoch. So. Und dann muss man hier raus, oder was? Hier raus und hier rüber? Sonst macht das keinen Sinn, glaube ich. Nee. Und dann weiter hier hoch. Ich glaube, das ist mega gut versteckt, oder? Kann das sein? Dass das mega gut versteckt ist? Warte mal, wir laufen mal nach hinten. Ich hoffe, das ist jetzt auch da, wo ich ihn jetzt hinlaufen will. Nee, das ist falsch hier. Hä? Moment mal. Ah, Moment. Hier sind wir jetzt, glaube ich, richtig, oder? Ja. Hier hinten muss man rein in diese Ecke. Und dann diesen Gang ganz bis zum Ende durch. Und dann müsste... Nein, hier ist es nicht. Oh, wieso ist das hier nicht? Hier hat so ein Typ gezeigt, wo er das gefunden hat. Und es ist genau in diesem Gang, wo ich hier bin. Und dann ganz hier am Ende ist so ein Seek-Plushie. Das müssen wir nur einsammeln. Und dann haben wir den Morph. Okay. Jetzt wurde mir ein anderer Ort gezeigt, wo sich das Badge angeblich versteckt. Beziehungsweise das Plushie angeblich versteckt. Ja moin, hier läuft einfach jemand als Sieg rum. Let's go. Angeblich ist es jetzt ganz hier hinten. Bevor man hier, wenn man hier irgendwie durchgeht. Aber das ist doch auch fake. Hier ist gar kein Plushie. Leute, ich werde wahnsinnig. Die Leute sagen alle irgendwas, aber es stimmt gar nicht. Okay, jetzt habe ich eine Info von dem Entwickler. Insgesamt gibt es scheinbar 6 Locations hier im... Also auf Floor 150, wo wir jetzt sind, 6 Locations. Und irgendwo an einer von diesen Locations kann dieses Plushie sein, was wir brauchen, um den Maw zu bekommen. Das heißt, das Plushie kann sehr wohl hier vorne an der Ecke sein. Nur halt nicht auf jedem Server. Ist immer random. Wir gehen einfach auf einen neuen Server. Okay, Leute, es war mir fast unmöglich, in diesem anderen Roblox-RP-Game den Siegmorph zu bekommen. Ich habe ihn einfach nicht gefunden, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ich bin rumgelaufen, ich habe diese Plushies gesucht. Dafür bin ich jetzt einfach in ein anderes RP-Game gegangen, wo man sich zu Sieg Sludge, heißt es hier, verwandeln kann, Freunde. Aber bevor wir das machen, schaut euch nochmal das hier an. Alter, hier sind ja sogar Zeppeline am Himmel. Wie crazy sieht das bitte aus? Okay, wir müssen jetzt hier... Hier hinten wollen sich welche um unsere Flanke schleichen, aber nicht mit mir. Oh, Leute, wir sind hier unter schwerem Beschuss gerade und ich kann mich nicht komplett wehren von einem anderen M3 Stuart. Aber wir haben jetzt hier Unterstützung bekommen. Kritischer Schaden. Come on, come on, come on. Zack. Oh yes, wir haben ihn. Let's go. Alter, unsere Fraktion hat ganz schön schwer einstecken müssen. Ist alles andere als gut gerade. Oh, Leute, wir sind kurz vor Exito. Oh, ist das was? Oh, no. Unserer Fraktion geht's gar nicht gut, Leute. Da hat's den weiteren von uns erwischt. Leute, steht euch tapfer. Ein weiterer unserer Panzer. Und das hier ist der letzte. Mit 21 verbleibenden Punkten lebt er doch. Und das war's. Wir mussten eine gemeine Niederlage einstecken. Und wir sind jetzt ganz, ganz oben auf dem Damm, Leute. Und wir starten mal rein mit der Sieg-Hand. Die wir dann... die können wir sogar so rausholen. Und wir drücken Slap.
Wow, dann schlägt die so zu. Okay, mega cool. Wir haben allerdings auch den Siegwurm, wo wir jetzt Attack drücken. Und dann springt er so raus. Junge, sieht das krank aus. Alter, aber Leute, das Wichtige, weswegen wir hier sind, ist... Aber warte mal, nee, das ist ja Sieg Sludge. Warte mal, das ist dieser Sieg Schleim. Das ist gar nicht der Boss. Warte mal, das ist ja nur Sieg Schleim mit den Armen und gar nicht der allerechte Sieg Boss. Warte mal, kann man den Sieg Boss hier auswählen? Custom? Nee, hier ist alles Mögliche dabei, aber hier kann man sich in alles Mögliche verwandeln. Aber nicht den Sieg Boss. Oh no. Oh, ich wollte doch den Sieg Boss spielen, Leute. Oh, das gibt's doch gar nicht. Mann, ich finde ihn einfach nicht. Jetzt bin ich als Siegschleim unterwegs. Oh, Leute, ich hoffe, ihr lasst trotzdem Daumen nach oben und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.